Es gibt manchmal Momente, die müssen wir gemeinsam genießen, weil wir es gemeinsam so weit geschafft haben. Nun müssen wir uns immer so übertreiben. Es gibt manchmal Momente, die müssen wir gemeinsam gestalten und auch gemeinsam erleben, Freunde. Aber muss es immer so übertrieben sein? CLS 55 AMG mit über 400 PS. Ist es das, was wir wollen? Haben wir wahrhaftig hier einen CLS 55 AMG in Schwarz, der einen Totalschaden hat? Und nein, Mr. Do It bleibt Mr. Do It und wird sich natürlich nicht verändern wegen einem AMG. Was haben die Leute eigentlich immer alle mit ihrem AMG? Ist es ein Virus? Ist es ansteckend? Ich weiß es nicht. Fakt ist, wir schauen uns das ganze Ding jetzt von unten an und ich zeige euch, was ich genau hier ja so dramatisch finde und einem Totalschaden, so traurig es klingt, sehr nahe kommt. Ja, Mercedes, da müsst ihr aber noch mal ein bisschen nacharbeiten, denke ich. CLS 55 AMG, da steht das Schmuckstück auf der Bühne, beziehungsweise fast schon bereit dafür. Ich weiß, Leute, ich muss zum Friseur, aber ich will für mich einen Rekord brechen, deswegen bleiben die Haare noch. Was genau haben wir heute eigentlich vor oder worum geht es hier genau? Ja, wir haben hier ein Fahrzeug, was exakt punktgenau für 10.000 Euro gekauft wurde. Was kann man für ein 10.000 Euro Auto, was jetzt mittlerweile 15 Jahre alt ist, eigentlich erwarten? Was kommt da auf einen zu? Tja. Bei diesem Modell können wir zumindest, was den Motor angeht, nichts sagen. Der Motor, dieser riesige V8, gebaut sogar von Uwe Gruber. Hier steht schwarz auf weiß oder schwarz auf Alu. Uwe Gruber, ich grüße dich, grüße Sie, je nachdem. Dieser fette V8 steht sehr gut da. Ja, es wurden hier einige Sachen schon gemacht, Kleinigkeiten eher gesagt. Ein Sensor war defekt, ich glaube der Saugrohrdrucksensor war defekt und aktuell ist noch das Problem, dass der Motor zwar keine Steuerkettengeräusche oder ähnliches hat und auch wirklich löblich gar keinen Ölverlust hat. Nein, dieser Motor hat ein Problem im Leerlauf. Wenn man mehrfach im Stand Gas gibt, passiert es in der Regel, dass der Leerlaufregler hier an dieser Stelle ein bisschen anfängt ruppig den Leerlauf zu gestalten. Also es ruckelt leicht, ja. Minimal, nicht immer, ab und zu. Könnte auch thermisch sein, dass hier der Sensor bzw. diese Drosselklappeneinheit einen weckert. Ist aber alles im Rahmen. Wir haben so aber physisch, was den Kettentrieb angeht, Nockenwelle etc., gar keine Geräusche. Sogar der ganze Riementrieb, Kompressor, ich kann ja mal diesen Deckel hier vorsichtig abnehmen, ist vollkommen in Ordnung und intakt. Ja, komm, so, einer dieser ab, da haben wir den fetten Kompressor, der hier uns knapp 460 PS zur Verfügung stellt, beziehungsweise nochmal schön Luft reinpresst. Wir haben hier mehrere Riemen, die auch teilweise getauscht wurden. Ich glaube, der erste wurde mal getauscht, der sieht ziemlich gut aus, aber gar keine Geräusche, was das Lager angeht. Und auch so, Fehlermeldungen gibt es im Steuergerät nur eine, und zwar hier die Distronic. Ja, was mich an Yunus, seinen CL, erinnert, ist Folgendes. Und zwar hatten wir bei dem CL von Yunus den Verdacht, dass Airbag etc., also das Fahrzeug ist schon sehr manipuliert gewesen. Aber ich habe hier Folgendes noch festgestellt, was dem CL sehr ähnelt. Schaut mal, durch die ganzen Witterungen hat sich das Leder vom Cockpit bzw. von der unteren Ablage hat sich das Leder gelöst. Da vorne ist es noch komplett.
Und da hinten sieht man überall, wie sich das Leder leider gelöst hat. Ich kann das auch nochmal zeigen, indem ich die Hand so ein bisschen. Und da sieht man, hat sich da. Also das ist definitiv jetzt keine Hau-Ruck-Aktion oder irgendwie abgeschnitten, irgendwas in diesem Segment. Nein, es hat sich zusammengezogen. Ja, das Leder ist zusammengezogen und hat dann durch die Witterung halt da den schwächsten Punkt sich ausgesucht und ist abgegangen. Sieht sehr unschön aus. Wenn man auch von hier guckt, sieht man da hinten, sieht man, dass da das Leder so umgestülpt ist. Dadurch ist so ein weißes, der weiße, unterm Leder das Weiße zu sehen. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Auto. Und wir haben hier natürlich auch durch das Gewicht und die PS viele Dinge, Kardanwelle etc., was natürlich unter Belastung stehen. Ja, und es ist ein makabres Knallen. Kann man es knallen? Doch, ein Rasseln, ein Knallen zu hören während der Fahrt, vor allen Dingen, wenn ich hier auf meiner TÜV-Strecke fahre. Was auch sehr, sehr beängstigend ist, ja, das muss ich echt sagen, weil ich habe jetzt gehört, dass beim Fahren auf der Autobahn durch Schwingungen ein Knallen entsteht, also ein Knallgeräusch. Und dem wollen wir natürlich jetzt auf den Grund gehen. Seid nicht geschockt, oder ihr solltet es lieber nicht sein, oder doch. Es geht hier immer um 10.000 Euro, ne? Und die Dinger werden sogar noch höher gehandelt. Ja, allein so ein Motor, den zu kaufen, ihr habt es ja gerade auch gehört. Ich würde sagen, ich fahre die Kiste mal hoch und wir schauen uns an, was mir aufgefallen ist und was hier unbedingt repariert werden muss. Bis gleich. Ist es eigentlich eine Modeerscheinung, Katalysatoren und Mittelschalldämpfer auszubauen? Ich glaube mittlerweile schon. An alle AMG-Fahrer da draußen. Ist es das, was ihr wollt? Ein pures Rohrsystem ohne irgendwelche Mittelschalldämpfer? Ich weiß nicht, ich bin immer wieder verblüfft, es zu sehen, aber ich sehe es halt immer. Die Leute haben Mut ohne Ende. Hier sieht man auch, wurde was gemacht und dann abgedichtet. Immerhin. Also der Abgasstrahl ist auf jeden Fall dicht. Und ich muss auch zugeben, an den Schweißer ein ganz, ganz großes Lob. Es wurde wirklich schön geschweißt. Also die Schweißnaht überall sieht sehr, sehr gut aus. Da, wo mal was war, wurde es sauber wieder abgedichtet. Aber das müsst ihr mir unbedingt mal reinschreiben. Ist es eine Modeerscheinung? Sind die Leute, werden die gezwungen dazu? Das würde mich echt mal interessieren. Was auch ziemlich verblüffend ist, dass immer wieder die Motorabdeckungen fehlen. Also, ich meine, klar, es ist natürlich toll, weil man direkt sehen würde, ob ein makaberer Ölverlust vorhanden wäre, weil es dann runtertropft. Aber trotzdem verliert man doch die Aerodynamik. Ja? Das hat ja auch einen Sinn und Zweck, diese Verkleidung. Naja, lassen wir mal so im Raum stehen. Ich werde auf jeden Fall am Ende des Videos eure Hilfe und eure Meinung brauchen, weil jetzt kommen wir zu dem Thema, warum katastrophal? Ist es ein Totalschaden? Ja, wir schauen uns das sonst an. Wir haben hier die komplette Hinterachse, ja? Also von hinten sieht der Welle wirklich sehr impulsant aus, ja? Diese fetten Schlappen. Man merkt auch am Reifen, es wurde hier ein bisschen, ja, an Ort und Stelle ein bisschen Abrieb verursacht. Also hier sind die Reifen komplett weg. Da ist noch ein bisschen was vorhanden. Könnte auch der Sturz sein, aber mehr noch, man sieht hier den Abrieb der Reifen, also hier wurde richtig Kasala gegeben. Gut, Potenzial hat er dazu, warum nicht? Wenn einer zu viel Geld hat, kann er das gerne machen. Jetzt sieht man hier die Achsaufhängung, ja? Erkennbar an dieser fetten Schraube, wo natürlich die Achse verbunden ist mit dem Differential, ja, mit der Karosserie. So sieht es vorbildlicherweise aus. Gut, den Rost denken wir uns jetzt ein bisschen weg, aber so sieht es aus, wenn die Achse abgerissen ist. Guckt es euch an. Die Achse, beziehungsweise diese Mutter, die da oben normalerweise drin steckt, wo diese Schraube reingeschraubt wird, ist definitiv abgerissen. Und das löst natürlich diesen Schlag aus. Bei Vibrationen oder schneller Fahrt sind diese Schwingungen ja so hoch, dass die die Achse auf der Karosserie aufschlägt und man dadurch ein metallisches Knallen hat. Jetzt ist natürlich das Problem, von innen, vom Kofferraum, kommt man an diese Verschraubung gar nicht dran. Die ist eigentlich vom Werk aus auch gar nicht dafür vorgesehen, dass man da dran kommt. Das heißt, diese Mutter, die da oben ist, hat sich gelöst. Ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass dieses Fahrzeug ja, mit seiner enormen Kraft ein bisschen quer gefahren wurde, hat er diese seitlichen Kräfte nicht mehr gepackt. Und dadurch ist an diesem Punkt, anscheinend der schwächste Punkt, das Teil abgerissen. Jetzt bin ich natürlich, ihr wisst, der Do-It, ja? Und der Do-It, der will auch nochmal immer solchen Fahrzeugen die Hoffnung nicht nehmen, verschrottet zu werden. Meine Idee wäre, mit einem fetten Bolzen, diese Achse wieder an seine Position zu bringen. Und das
Ist natürlich leichter gesagt als getan. Wir hätten hier zum Beispiel, ja, wenn ich nochmal diese Achse zeige, wir kommen hier nirgends irgendwie dran. Wir haben da oben ein Loch, hier ist normalerweise so eine Plastikabdeckung. Wir haben da oben ein Loch, wo auch eigentlich eine Staubschutzkappe vor ist, beziehungsweise eine Wasserkappe. Dieses Loch wäre der einzige Zugang zu dieser, ja, zu dieser Vorrichtung. Meine Idee ist, hier vorne ein Stück rausflexen, das Blech nach vorne klappen und dann die Schraube an seine Position bringen und somit die Achse wieder an seine Höhe, an seine ursprüngliche Form. Ja, die ist ja starr an diesem Punkt, ist zwar überall gelagert, aber an diesen beiden Punkten ist sie starr mit der Karosserie verbunden und das ist aktuell nicht gewährleistet. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Habt ihr andere Ideen? Kommt mir aber bitte nicht mit Schweißen, weil Schweißen ist an dieser Stelle ein bisschen schwierig, weil wir ja natürlich nicht um die Mutter herumkommen. Ja, wir kommen ja nicht um die Mutter herum, um sie natürlich fest mit der Karosserie zu verbinden. Dazu müssten wir enorm viel drumherum wegschneiden und damit würden wir tragende Teile schwächen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir müssen an dieser Stelle ja die meiste oder meistmögliche Kraft versuchen, wieder in diese Verbindung zu bringen. Und da sehe ich diese Schraube, denke ich, verbessert mich, teilt es mir mit in den Kommentaren, wäre diese Version am schönsten. Ich kann man noch mal sehen, wenn ich drehe, da ist die Mutter oben sichtbar. Wartet, ich packe euch mal so dahin. Ich hoffe, man sieht es. Ja. Und die ist da oben eigentlich fest fixiert. Sie hat eigentlich gar nicht diese Funktion, sich von da oben zu lösen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ein wunderschönes Auto. Da ist nichts zu bereden oder gibt es keine Gegenargumente für. Ein wunderschöner Motor, der auch wirklich seine Arbeit macht. Also das lässt sich ja auch hier deutlich sehen, dass hier die Kräfte, also dass der Motor stärker war, als die Karosserie es erlaubt hat. Und auch hier ist ein Bild, ein wirklich schönes Bild. Wir haben gar keinen Ölverlust. Also der Motor ist für diesen Preis schon wirklich kaufbar. Ich hätte es auch gemacht, was den Motor angeht. Ja? Sogar das Getriebe. Wobei, wenn ich hier so hingucke, man sieht schon, aufgesetzt hat er auch schon mal. Die Deformationen hier deuten darauf hin, dass der mal ja, gehüpft ist oder einer es übertrieben hat bei einem Schlagloch. Oh ja, von hier sieht man es nochmal extrem. Naja, gefahren wurde er halt wie eine wilde Sau. 200.000 hat er auf der Uhr. Wer weiß, die Reifen sind auf jeden Fall auch neu. Aber damit muss ein AMG-Fahrer rechnen. Ich werde trotzdem meinen Charakter nicht verändern, auch wenn hier ein AMG steht und ich damit gefahren bin. Keine Sorge. Trotzdem würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und dann werden wir diese Arbeit in Angriff nehmen, genau morgen, und werden dann dafür sorgen, dass diese Achse wieder fest ist. Wie wir da hinkommen, das entscheiden wir zusammen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, euer Mr. Druid, bis morgen, bis dann. Ciao.